Ja, wie angekündigt in der letzten Folge, werden wir uns jetzt hier mit der Katja als Plünderin sowie dem Pavel im Bett, der wird im Bett schlafen, und dem Bruno sowie dem Marco, die als Wache ja, zur Stelle sind, das nun mal angehen und uns zum Stadtkrankenhaus begeben, um dort einfach Medikamente zu bekommen. Das ist wirklich lebensnotwendig und ja, also lebenswichtig. Vorbereiten, wir nehmen wieder einfach mal eine Brechstange mit, um zu gucken, ob wir die benötigen können. Und dann, wobei, wir nehmen sie nicht mit. Oder nehmen sie mit? Haben sie viele Schränke vielleicht? Ich nehme sie mit. Okay, auf geht's. Ins Krankenhaus. Es soll ein Betrieb sein. Vielleicht ist das nur ein Gerücht, ja. Scheint aber nicht so. Oh, 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 da haben wir schon Militär anscheinend. Wir müssen jetzt wirklich aufpassen. Das können wir schon alles mitnehmen, das ist gut. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst. Also der sieht schon mal nicht so fröhlich aus. Das ist ein riesengroßes Gebäude, man sieht es hier. Unglaublich groß, aber auch unglaublich gefährlich. Ich meine, halt, da jeder hier hinkommt. So, wir nähern uns jetzt einfach mal und hoffen nicht. Oh Gott, die Katja ist auch nicht die schnellste. Ist auch verletzt natürlich. Das Knie anscheinend ist hier aufgestoßen. Unser Bestand geht zur Neige. Das scheint wohl der Arzt zu sein. Oh Gott, hier ist ja alles am Blinken. Oh Mann. Ich glaube, hier können wir verarzt werden. Schauen wir mal. Okay, hier wird anscheinend jeder verarztet, ob jetzt Zivilist oder auch Miliz oder Soldaten allgemein. Wir werden es erstmal jetzt versuchen, nur hier so mal ein paar Rohmaterialien mitzunehmen. So, wir werden jetzt versuchen, mal zum Arzt zu kommen. Wo ist der Arzt jetzt hin? Der wollte ja zum Patienten. Wir werden jetzt hier noch nichts plündern, wir gehen einfach mal. So, was ist jetzt mit ihm? Hallo, mach keinen Ärger. Nein, machen wir nicht. Oh, vielleicht ist auch nur der Wachsoldat. Ja, ich mach keinen Ärger, keine Sorge. Ich muss zum Arzt. Er hatte dort eben ein Symbol, was signalisiert hat, dass man, glaube ich, sich von ihm verarzten lassen konnte. Und da die Katja verletzt ist, also müssen wir mal schauen, ob wir sie verarzten kann. Da, der Arzt. Gucken wir mal. Brauchen Sie meine Hilfe? Ich werde mein Möglichstes tun. So. Ah, er hat Bandagen anscheinend. Gut zu wissen. Er ist bandagiert. Hoffentlich hilft das. Dankeschön. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich überhaupt jetzt hier noch weiter plündern sollte. Ich meine, das Krankenhaus ist anscheinend aber auch nur keine Bombardierung mehr, bitte. Also es ist wirklich ein schlimmes Szenario, was man hier sieht. Alles zerbombt, das ganze Krankenhaus, man sieht es jetzt hier. Aber wir wissen, dass wir zumindest, wenn wir schwer verletzt sind, uns hier verarzten lassen können. Jetzt ist nur die Frage, ob wir das auch machen können, wenn wir hier weiter irgendwie plündern. Und ich weiß auch nicht, ja, da ist noch ein Arzt anscheinend. Ist die Krankenschwester oder der... Oh Mann, der sieht aus wie ein Metzger. Der hat ja schon komplett Blut überströmt. Blut überströmt ist die Person. Ich hoffe nicht, dass das jetzt irgendwie jetzt schlechte Stimmung verbreiten, wenn wir jetzt hier was mitgehen lassen. Aber wir haben schon so gute Sachen jetzt hier bekommen zum Beheizen. Ich glaube, nochmal bandagieren bringt wohl nichts. Wir haben so viele Patienten verloren, ja, ich kann das nachvollziehen. Bei dem Krieg und wie es hier ausschaut, da wundert mich gar nichts mehr. Aber wir wissen schon, dass im Krankenhaus unglaublich viele Teile sind, ja, und das ist unglaublich wertvoll. Das ist riesengroß, guckt euch das an. So, guck mal, ich will natürlich jetzt auch hier nicht irgendwie... Ist das eine Ratte, oder? Nee, das ist keine Ratte, da liegt einer auf dem Bett, oh mein Gott.
Okay, also das heißt, für die Zukunft wissen wir, wenn jemand schwer verletzt ist oder wir keine Bandagen haben, dann können wir zumindest hier zum Krankenhaus gehen. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Und hier gibt es unglaublich viele Materialien, Bestandteile und unglaublich viel Holz. Das können wir alles mitnehmen. Ich glaube, das wird auch keinem übel aufstoßen. Inwiefern wir uns dann sozusagen an Schränke wagen, das weiß ich jetzt nicht. Das ist natürlich eine Sache für sich. Wir sollten das wirklich vorsichtig angehen, nicht, dass wir es hier mit den Leuten halt verscherzen. Und deshalb würde ich auch sagen, wir gehen jetzt einfach wieder zurück und hoffen, dass die Verletzung von Katja sich dadurch jetzt wieder ja, verbessert, also dass das heilt. So, ich glaube natürlich, wenn man hier so einen Schrank öffnet, hier vom Arzt, dann hast du natürlich den ultimativen Jackpot. Nur ich glaube, wenn du das machst, dann hast du auch ein Problem mit dem Kandidaten hier. Der wohl drauf aufpasst, der ist sowas wie so Security-Dienst hier, der ja auch schon ganz klar sagt, mach keinen Stress und so. Leg dich nicht mit mir an, sagt er, ja, mach ich auch nicht, keine Sorge. Also da bin ich auch nicht auf Krawall gebürstet. Aber hier kann man natürlich wieder sehen, was für Möglichkeiten man hat, also wie man seinen Charakter halt spielt. Und ja, ob man eher komplett aggressiv vorgeht oder ob man eher Mitgefühl zeigt und eher, ja, der normale Zivilist ist, der halt keinen Stress haben möchte. Okay, also das heißt, wir haben mit Katja haben wir einiges geholt, was wir zum Craften halt brauchen. Das ist sehr gut. Das heißt, wir wissen schon mal da, wo wir hin müssen und der Tag 13 ist angebrochen. Bald haben wir eine Woche mal überlebt. Ich hoffe nur nicht, dass Leute noch schwerer verletzt sind. Und dann schauen wir jetzt mal. Also die Nahrung sieht auch nicht mehr so rosig aus. Es war eine ruhige Nacht, das ist sehr gut. So, Pavel war von Trauer überwältigt und konnte nicht schlafen, also hat Marco versucht, ihn zu trösten. Ja, das ist sehr nett. Okay, also wir müssen auf jeden Fall mit Pavel, müssten wir ins Krankenhaus, auf jeden Fall, da führt kein Weg dran vorbei. Und jetzt ist die Katja nur noch leicht verletzt, also es ist eine Stufe runtergegangen von verletzt auf leicht verletzt, man sieht es rechts unten. Und die versucht, sie nichts zu trösten. Marco, du weißt, dass du nicht alleine da drin steckst. Ja, es ist nur, ja, es ist schwierig, ich weiß. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden. Doch, muntert euch gegenseitig auf, das ist gut. Wir müssen auf jeden Fall. Also, die Verletzungen werden auf jeden Fall immer schwerer und immer schwerwiegender, das seht ihr jetzt hier. Man darf das nicht verschleppen. Und deshalb werden wir jetzt auch wir müssen craften auf jeden Fall. Also, auf geht es. Sehr hungrig ist die Katja, das heißt, wir werden ihr jetzt was für Essen geben. Also, sie war auch jetzt fleißig, also hat sie gut gemacht. So, dann ist jetzt nur noch hungrig. Gut, damit kann man leben. Und jetzt gehen wir runter. Jetzt müssen wir schauen. Jetzt müssten wir eigentlich Brennstoff wieder herstellen können. Und dann ist eh die Frage, was wir als nächstes machen. Was sinnig ist, was Sinn macht. Also, wir könnten jetzt eigentlich mal so ein Destillateur herstellen, würde ich mal sagen. Doch, das machen wir jetzt. Wir haben so viele Teile. Herstellen. Da können wir Alkohol herstellen. Platzieren. Und das bedeutet, dass wir noch bessere Möglichkeiten haben zu handeln, um vielleicht Nahrung zu bekommen. Oder auch Medikamente, eins von beiden. So, das heißt, wir werden jetzt hier mit dem Marco, werden wir jetzt mal was zu essen herstellen. Jetzt erstmal Brennstoff, Quatsch. Ja, ich sollte aufgrund der letzten Nacht ausschlafen. Ja, das kannst du auch gleich. Ja, wir werden jetzt mal hier Bestandteile, werden wir wieder verpulvern. Nehmen wir das Holz, verbrennen, das Brennstoff, herstellen. Gut. Hungrig, 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 hungrig. Das passt vom Hunger. So, und jetzt gucken wir mal, Katja, du guckst erstmal. Wir brauchen auch hier zum Alkohol herstellen. Was brauchen wir da? Wieder Brennstoff. Dann brauchen wir Wasser, sauberes Wasser und Zucker. Das können wir jetzt mal machen. Könnten da mal zweimal Schnaps herstellen. Und dann gehen wir mit dem was machen wir hier?
brauchen wir denn da? Der Marco, der wird jetzt dann zuerst mal rübergehen. Rüberrennen. Die Zeit vergeht wieder so schnell und wird dann jetzt hier, das können wir nicht filtern, brauchen wir. Das heißt, er wartet jetzt hier und die Katja wird mal Filter herstellen. Okay, gucken wir mal. Filter. Also, das können wir auch machen. Herstellen. Zwei Filter. Danach geht die Katja runter zum Ofen, heizt dort ein bisschen ein. Nicht, dass die Leute noch weiter wieder krank werden. So. Achso, sorry. Noch weitermachen. Müde, deprimiert, hungrig, ja. Ich weiß, es ist nicht einfach. Dann gehst du rüber jetzt, Marco. Die Filter wurden hergestellt. Marco kann dann die Filter herstellen, währenddessen die Katja runtergeht und den Ofen anschmeißt. So, also Wasser herstellen. Anzahl. Okay, herstellen. Der Schnaps läuft auch gerade durch. Das sehen wir hier. Das heißt, den können wir dann das nächste Mal zum Traden und zum Handel auch mal nutzen. Das ist, denke ich mal, sehr gut. Also, Ofen anhauen. Zweimal. Wie viel Brennstoff haben wir denn? Wir haben noch drei. Okay, das heißt, wir hauen nochmal rein. Dreimal. Die Temperatur steigt. Wir sehen es hier links oben von plus 15 auf plus 18. Mal gucken, wie hoch es noch geht. So. Gut. Schnaps ist hergestellt. Zweimal. Aber das werden wir auf jeden Fall nicht trinken. Wir werden es auf jeden Fall zum Traden nutzen. Haben wir es denn jetzt hier schon aufgelistet? Anscheinend noch nicht. Müssen wir das vielleicht hier abholen? Ich will es jetzt nicht trinken, ne? Bloß kein Schnaps trinken. Schnaps haben wir da oben. Ah, okay. Können wir vielleicht mit dem Schnaps... Ah, ne. Was craften? Also was wir essen mit Schnaps, glaube ich, geht nicht. So ein Katjas... nochmal leicht verletzt, aber das ist halb so wild. Die werden wir mal jetzt hier hinlegen, mal ins Bett. Und gut. Mit dem Marco gehen wir mal runter. Und werden hier mal ein bisschen die Leute aufmuntern, mit dem mal reden. Und dann werden wir gleich mit der Person, die am schwersten verletzt ist, werden wir jetzt gleich dann auf jeden Fall ins Krankenhaus gehen. Hoffentlich geht das, um ihn dort zu verarzten. Und danach, ich glaube, wir werden dann alle Leute als die Rest zur Wache aufstellen. Pavel, du darfst nicht aufgeben. Es ist schwer, aber wir sitzen im gleichen Boot. Ja, so ist es halt. Und die Nacht kommt jetzt auch gleich wieder. Es ist unglaublich, wie schnell das alles geht, wie man sich das alles überlegen muss, wem man wohin tut und was herstellen lässt. Das ist so viel für mich. Du hältst schon durch, komm. Also, auf geht's. Jetzt haben wir auch noch mehrere, noch weitere. Ein Bordell, ein Lagerhaus. Okay, aber gut. Nach und nach. Also, wir werden jetzt erstmal gucken. Wir werden den schwer verletzten Pavel werden wir jetzt zum Plündern schicken, um im Krankenhaus dort ihn verarzten zu lassen. Schwer verletzt auch der Bruno. Das heißt, wir werden... Was machen wir denn? Als Wache. Wache stehen. Schlafen lassen. Im Bett die Katja. Oder? Hungrig, leicht verletzt, traurig. Hungrig, deprimiert, müde. Dann werden wir den auch als Wache aufstellen. Zwei Wachen. Einmal schlafen, einmal plündern. Und der Schwerverletzte geht dann zum Stadtkrankenhaus vorbereiten. Aufbrechen will ich nichts, das heißt, wir gehen da einfach so hin. Plündern. So, ich hoffe mal, dass da nochmal alle so gut positiv eingestellt sind. Man sieht hier, wie Pavel sich förmlich krümmt und total fertig mit der Welt ist. Also den müssen wir auf jeden Fall jetzt schnell verarzten. Ich hoffe, jetzt ist hier ein Arzt. Oh, ich hoffe, wir finden hier den Arzt wieder. Pavel sieht gar nicht gut aus. Komm, Pavel, das schaffst du. Das schaffst du. Go, go, go. Du wirst ja wieder fit, keine Sorge. Schwer verletzt, komm schon.
wollen auch keine Streitigkeiten hier, wir gehen jetzt ganz entspannt hier rum. Der Arzt ist da, gleich hast du es geschafft, Pavel. Vorsicht, Kumpel, ich behalte dich im Auge, kein Problem. So, Bronarzt, Sie sehen nicht gut aus, werde hier, kann ich im Glück sein? Ja, sicher, komm. Verband, verarzte mich, schwer verletzt, jetzt sehen wir es rechts unten, wie denn dort. Okay, hier sollte ihm schon bald besser gehen. Dankeschön. Auf Medikamenten und bandagiert. Sehr gut. Also hier wird man nicht nur... es werden nicht nur Wunden verarztet, sondern auch Krankheiten. Sehr gut. Das heißt, wir gehen jetzt auf jeden Fall hier... nochmal kurz gucken, was man hier holen kann. Noch ein paar Materialien. Also auf geht's hoch. Ich werde jetzt erstmal nicht irgendwie... mich an dem Eigentum persönlicher Gegenstände ranmachen. Also ich werde jetzt hier keine Patienten irgendwie bestehlen, sondern nur das, was mit hier zur Verfügung steht, was auch, naja, mehr oder weniger unbeaufsichtigt rumsteht. So, und solange wir nicht von einem Kollegen von unten dabei beobachtet werden, dass wir irgendwie was mitgehen lassen, soll es auch, glaube ich, keine Probleme geben. Also hoffe ich jetzt erstmal. So, was haben wir denn hier? Hier oben waren wir, glaube ich, noch nie gewesen. Ich aber jetzt nicht rein. Ich weiß auch nicht, ob hier diese Ärzte dann Probleme mit haben, wenn ich hier im Schutt rumwühle. Das heißt, wir werden es erstmal weitergehen. Es ist wie ein Feldlazarett auf den Ruinen eines richtigen Krankenhauses. Ja, das stimmt wohl. Was stand da? Ein Teil des Personals gestorben. Ein Teil des Personals gestorben, doch andere sind einfach gegangen. Ich mache ihnen keinen Vorwurf. Eieiei, Leute, Leute, das sind wirklich harte Zeiten. Man weiß auch nicht so richtig, wo man das einordnen soll, dieses Kriegsgebiet, ne? Was nehmen wir alles mit? Wo befinden wir uns hier überhaupt, ne? Es ist schwierig zu sagen, es ist... Ja, es kann überall sein. Also, welchen Ort würdet ihr sehen, wo dieses Szenario vielleicht zutreffen würde, dieses Kriegsgebiet? Es ist wirklich schwierig zu sagen. Na gut, aber gucken wir mal weiter jetzt hier. Also, schauen wir mal, was wir noch hier so bekommen. Was wir hier noch bekommen, um uns selbst noch weiter zu verteidigen auch, ne? Also sehr gut, wir kriegen Lebensmittel, Dünger. Was wir eigentlich noch brauchen, ist Medikamente, aber gut, wir können froh sein, dass wir hier wirklich die Unterstützung bekommen, der Ärzte. Ich sollte nach diesen Patienten sehen, ja. Und wir gehen jetzt trotzdem mal hoch, dort waren wir noch gar nicht gewesen, als ganz oben. Um auch dort zu schauen, was das gibt, um abzuwägen, ob wir das nächste Mal nochmal hinkommen. Oder mal nur hinkommen, um verarztet zu werden, ne? So, hier haben wir auf jeden Fall eine Wache. Das heißt, die Schränke sind auf jeden Fall, nicht zu looten. Da wird wahrscheinlich der Kollege hier irgendwie dann... Ah ja, willst du ins Bett gehen? Okay, das ist also sein Bett hier. Das ist anscheinend ein Wachsoldat. Die Frage ist jetzt dahingehend. Sieht er mich und hört er mich, wenn ich mich jetzt hier angehe? Ich hoffe nicht. Oh, wie die Kämmente. Oh Gott, seht ihr das? Das ist der Wahnsinn. Oh, warte, wir brauchen. Aber ich brauche eigentlich Verband. Mist, 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 Mist. Ich brauche einen Verband eigentlich. Ach, Werkzeug habe ich jetzt nicht. Na gut, egal. Okay, Medikamente haben wir. Das ist aber nicht allzu schlecht. Das heißt, wir können uns auch an den Schränken vergehen. Das heißt, wir bräuchten hier einen Dietrich, glaube ich, für den Schrank. Eine Brechstange wäre einfach zu laut. Ist natürlich auch wieder so ein bisschen hin und her gerissen, ist man da, ne? Weil die Sachen, die wir jetzt hier mitgehen lassen, fehlen natürlich auch für die anderen Zivilisten und für die anderen Leute, die notwendig haben. Macht doch gar nichts. Oder hat er mich gesehen? Was? 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 Nein, nicht stirbt, Miss Kerl. Oh oh, das ist gar nicht gut. Oh oh, der backt durch die Gegend. Oh Gott. Was ist denn los? Was ist denn los jetzt hier? Hat er gesehen, dass ich das Medizin mitgehen gelassen habe?
Oh mein Gott. Also das war jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Er war zwar ein bisschen verbuggt anscheinend, aber irgendwie lag es daran, dass wir jetzt wirklich Medikamente mitgehen lassen haben. Tag 14. Hat man das anscheinend gemerkt, dass Medikamente gefehlt haben, dadurch, dass wir im Schrank halt was mitgehen lassen haben. Ich hoffe nicht, dass wir es das verspielt haben und der sich das gemerkt hat, dass wir das geklaut haben, also dass wir Medikamente mitgenommen haben. Oh Gottes Willen, Leute. Was machen wir denn auch? Na, keine Ahnung. Zu gierig geworden. Also wir wurden ausgeplündert. Ja. Nein, nein. Bruno, Bruno, Bruno. Nein, nein, nein. Wir brauchen Verbände. Da war eine so, ja. Mist, hätten wir Verbände gefunden. Ja, Gott, Leute, ey, das ist doch der Hammer. Was will man da machen? Keine Ahnung. Na gut, aber bevor wir jetzt hier weitermachen, mache ich auch hier wieder einen kleinen Break. Und ja. Dann sage ich mal wieder bis zum nächsten Mal. Das ist jetzt wieder sehr ereignisreich. Ich weiß nicht so recht, wie wir mit dem Krankenhaus weiter jetzt vorgehen können und was wir da machen können noch oder nicht. Keine Ahnung. Vielleicht erschießen sie uns ja direkt, wenn wir da wieder ankommen. Ja, wenn nicht, müssen wir mit dem Bruno dahin. Der ist nicht ziemlich arm dran. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir auch neue Medikamente, neue Nahrung bekommen. Na gut, aber das schauen wir alles im nächsten Mal. Und ja, dann sage ich mal wieder, wie immer, ja. Bis denne, ich hoffe, euch hat's gefallen und man hört und sieht sich. Bis dann.